am Anfang kommen die Snowboards raus und sie sind krumm anstatt flach. Es sind irgendwelche Bläschen irgendwo drin, wo keine Bläschen hingehören. Harz, wo kein Harz hingehört. Alles muss aufeinander abgestimmt werden, weil es so viele Komponenten gibt, die zusammenpassen müssen. Und die richtige Komposition für so ein Snowboard zu finden, das ist eigentlich tatsächlich ein Kunstwerk. Klar haben wir Serienbretter, die dann immer gleich ausschauen, die gleiche Form haben. Aber die Hälfte der Bretter, die wir bauen, sind eigentlich nach Kundenwunsch. Das sind immer individuelle Grafiken, die ja, uns selber zum Teil amüsieren, was da so alles rauskommt. Und ja, das macht das Ganze sehr abwechslungsreich. Der Prozess des Snowboardbauens besteht aus mehreren Schritten. Das geht los mit dem Belag, der erstmal in Form gefräst wird. Es geht dann alles in den Laminierraum. Da wird dann die Kante entsprechend angepasst. Die nächste Schicht, die fertig gemacht wird, ist der Bambuskern in unserem Fall. Da werden dann die Inserts, das heißt die Bindungsschrauben, eingeschlagen. Es werden die Fasern zugeschnitten. Die Glasfaser, die zwischen den einzelnen Schichten liegt, die dann mit Epoxidharz getränkt wird, die der Hannes dann im kompletten Layup aufeinander legt. Also ein Snowboard besteht aus mehreren Schichten, sogenannte Sandwich-Bauweise. Das fängt an mit der Base, das ist das, was man unten sieht. Dann kommen eben die Fasern, bei uns Glasfasern oder Naturfasern. Dann kommt der Kern, dann wieder Fasern und dann oben die Deckschicht mit der Grafik drauf. Das ist das Design vom Snowboard, das wir auch hier bei uns in-house drucken, mit einem speziellen Druckverfahren, Sublimationsdruck, bevor es in die Presse kommt. Nach der Presse muss es ausgesägt werden, geschliffen und die Bindungsmuttern müssen erstmal freigelegt werden. Ja, dann kommt der beste Teil, schnappt man sich das Brett und fährt auf den Berg. Come on, yippee, yippee, yippee.